Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns Leute an, die auf der Arbeit einfach kompletten Unfug tun, Leute. Also richtige Idioten auf der Arbeit. Und ich bin mal gespannt, was wir heute alles zu sehen werden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr vorher noch mehr sehen möchtet. Ich bin selber sehr, sehr hyped. Wir gehen rein ins Video. Und, okay. Probiert jetzt hier gerade die Tür aufzubekommen. Locker ist die Tür einfach auf. Die ist locker nicht mehr abgeschlossen oder so, ne? Okay, sie kriegt es anscheinend einfach nicht hin, ne? Ah, sie hat es einfach nicht hinbekommen, Leute, die Tür aufzubekommen, weil sie einfach nur dagegen haut, als wäre da keine Ahnung was. Oh Gott, okay. Ja, gut. Ja, kann mal passieren. Er muss jetzt ja nicht ein kompletter Idiot auf Arbeit sein. Aber was machen die jetzt hier? Oh, die fahren sie doch locker fest, oder nicht? Hä? Warte mal, die schieben das Auto von oben. Wie soll das denn funktionieren? Was denken die denn bitte schön, wie das funktionieren soll? Oh Gott, Leute. Ey, ja, und der hat sich festgefahren. Ist da auch nochmal mehr... Als ob. Als ob. Lol, als ob da einfach... Als ob da nochmal nach vorne ging. Ja. Da sind kurz die Kunden, ne? Und der ist hinten mal eben ganz kurz ohne Schutz und so am, ja, am Sägen oder was auch immer der gemacht hat. Okay, was ist jetzt seine Mission hier? Er muss irgendwie... Muss er das durchbrechen oder so? Funktioniert anscheinend nicht so gut, was er da probiert. Er muss was durchsägen. Ach so. Oh. Alter. Oh mein Gott. Statt Stopp steht einfach Sott. Ja, ich glaube, das war nicht so vorteilhaft. Macht einfach den Türgriff kaputt. Warum? Hä? Will einfach Zement auf sein Gesicht. Oh Gott, okay, komm, reiß die Mauer raus. Oh mein Gott, ist der Boden noch mit eingekracht. Ey, gut, dass der eine gerade noch zur Seite gegangen ist, ne? Ist jetzt richtig böse enden können. Okay. Okay, bisschen Toilettenpapier. Eigentlich ganz witzig. Das muss der jetzt hier machen. Gerade und drücken. Ah, die veräppeln ihn doch. Was machen die denn? Ja, er kann natürlich drücken, wie er möchte, Leute. Da wird nichts passieren. Haben sie ihn einmal veräppelt? Ich glaube es ja nicht. Na, so, jetzt hier. Komm, einmal. Oh, oh nein. Und das Auto fährt weiter. Oh mein Gott. Oh, das ist natürlich belastend, ne? Ich habe keine Ahnung, wie er sich das jetzt vorgestellt hat. Es wird doch umkippen, ist doch ganz logisch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Hä? Als ob das funktioniert. Und wird auch durch die, um die Kurve? Er kommt damit einfach auch um die Kurve. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. Ich selbst, das war kein Idiot, das war ein Genie auf der Arbeit. Einmal im Roller. Okay, also was ist jetzt hier passiert? Was ist denn, was sind denn damit, was sind denn das für 1000 Rohre? WTF? Alter. Wer blickt denn bitte schon da durch? Wer hat denn das gemacht, ey? Wer hat denn... Yo, da hat doch jemand zu Langeweile oder so gehabt. Hä? Die ganzen Rohre an. Was ist denn da los? Oh, oh Gott. Also ich glaube nicht, dass die... Ich glaube auch nicht, dass er so nüchtern ist, ne? Also, die Mauer, Leute. Da sage ich euch ganz ehrlich, die wird auf jeden Fall nicht stabil sein. Und er jetzt hier, er... Ui, und er fällt da einfach in Kot oder sowas rein, ne? Und er kommt auch nicht mehr hoch, also... Doch, er fängt sich jetzt gerade. Okay, lieber UPS-Fahrer. Oh, es scheint sehr, sehr glatt zu sein, glaube ich. Wie schafft er das jetzt, ist jetzt die Frage. Oh. Lol, er hat's geschafft. Gib dir nochmal Trinkgeld. Wie cool ist das denn gewesen? Was? Oh nein, ist hier schon kaum, Leute. Ganz viele Kisten Bier. Ah. Das ist sehr... Oh mein Gott. Das sieht gar nicht sicher aus. Das sieht gar nicht sicher aus. Das ist viel Vertrauen, Leute. Das ist sehr viel Vertrauen. Aber da wird locker nichts passieren. Also da wird locker nichts passieren. Aber schon krass, ne?
Aber auch eben das Bier. Ach. Ah, sehr belastend. Und die fallen sowas von runter. Das sieht man doch schon, Leute. Die fallen sowas von um. Ich gebe denen noch 2 Sekunden. Ja, hat ja super funktioniert, ne? Und hier, was macht der jetzt? Macht der jetzt gerade Brotdosen voll mit Benzin? Sehe ich das gerade richtig, Leute? Macht er da gerade wirklich Brotdosen voll mit Benzin? Warum? Okay, Barkeeper ist am Start, ne? Fresher Haarschnitt auf jeden Fall. Und, oh, okay. Okay, bis jetzt, also er sieht ja professionell aus, muss ich sagen. Verstehe jetzt nicht, was er in so einer Compilation da zu tun hat, aber mal gucken. Ja, das war natürlich belastend, ne? Hat er einfach den Drink fallen lassen. Okay, was haben die jetzt hier? Ist nicht viel zu schwer. Das Auto. Das Auto. Ist doch gerade viel zu tief gelegt. Also wirklich. Was denken die denn? Hä? Also manche sind echt, also wirklich, Leute. Oh, ist der Container einfach in der Mitte durchgebrochen? Das habe ich halt auch noch nie gesehen, ne? Oh nein, den Clip kenne ich. Oh, guckt das mal an, Leute. Das ist gar nicht gut. Oh. Eieiei. Okay, vorsichtig sein, duckt euch, ne? Oh oh. Oh mein Gott. Okay, nicht schlecht. So, jetzt hier vorsichtig mit dem Boot. Das war jetzt aber nicht... Was macht der denn? Wie legt der mit seinem Boot an? So, hier, vorsichtig, na? Was macht denn der da? Ist das eine Schaufel? Nee. Hä? Einen Böller unter eine Schubkarre gelegt? Ich glaube schon, ne? Explodiert das jetzt auch nochmal? Was? Alter, wie hoch ist denn bitte schon die Schubkarre geflogen? WTF. Ja, moin. Einfach einen Bagger auf so einem... Ey, das ist halt, das sieht gar nicht sicher aus, Leute. Es sieht halt wirklich einfach gar nicht sicher aus, was sie da gerade machen. Der sitzt auch einfach so ganz entspannt und haut da so ein bisschen so den Stein da oben kaputt. Ey, das ist... Das sieht mir nicht geheuer aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Das sieht mir nicht geheuer aus. Aber ich würde sagen, das soll es von dieser Episode gewesen sein. Das waren wirklich Idioten auf der Arbeit. Paar waren schlau, paar waren nicht so schlau. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Merze möchtet. Checkt die beiden Videos aus und haut da rein, Freunde. Bis morgen. Ciao, ciao.